So, herzlich willkommen zu meinem Kanal und heute reagieren wir mal auf ein Video von FaceTime TV, und zwar, weil OBS mich gerade nervt, und zwar, weil mir langweilig ist, weil ich immer noch im Urlaub bin, und zwar, er sucht einen neuen Cutter. Ich würde mich aber auch mal bewerben, ich habe zwar nicht vor, für deine Videos zu cutten, weil ich selber kaum hinterherkomme, aber ich finde mal geil, wie dir generell mein Cutziel gefällt, ob ich bei dir eine Chance hätte, für dich Cutter zu werden. Und danach werden wir noch auf ein Video auf dem Highlight-Kanal reagieren. Ich habe nur den Titel schon gelesen. Mega cringe. Ja, ich würde mal sagen, wir schauen da gleich mal rein. Also das Like-Verhältnis ist 50%. 16 Aufrufe nur. Gut, aber hast du auch gestern das hochgeladen. Okay, gut. Ja. Okay, wir schauen einfach mal rein, so Vollbild und... Jo Leute, was geht ab? Willkommen zu diesem Video! Wir müssen mal wieder aufnehmen, Janu. Aber dann mach bitte nicht diese Begrüßung. Das ist einfach nur mega... Es geht schon wieder gut los, Alter. Wir sind 5 Sekunden im Video. Und nach 5 Sekunden liegst du schon halb auf dem Boden. Wenn du wenigstens überfliegen würdest, damit wir was zu lachen hätten, dann ja, aber... Und ja, man kann sich bei mir jetzt wahrscheinlich auch schon im Titel stehen. Kann es irgendwie sein, dass du kein so richtiges Konzept hast, was du da sagen wolltest? Dass du einfach gesagt hast, jo, ich mache jetzt einmal das Video, nimm es einfach auf. Ja, kommt mir natürlich irgendwie so vor, dass du wirklich keinen richtigen Plan hast. Deswegen auch so leise redest. Ja. Als Cutter-Bewerb, also unten in der Videobeschreibung ist eine Datei, die ihr schneiden sollt. Okay, wir gucken uns mal die Datei an. Escape. So. Dann gehen wir mal runter. Mehr ansehen. Zack. Hier die Datei. Die Datei soll ich also schneiden. By the way, ach, sei nicht auf meine E-Mail-Adresse. Sie benötigt Zugriff. Ja, ich kann darauf nicht zugreifen, dann... mich bewerben... LOL. Auszeichen. The Danny Kraft. So, Zugriffsanfrage senden. So, vielleicht bekomme ich heute noch Zugriff drauf, weil wenn ja, dann werde ich mir die Datei auf jeden Fall nochmal angucken. Aber wir schauen mal weiter. Wie soll man dann ein bisschen mit dieser Datei verfahren? Ja, schreibt einfach in die Kommentare. Halt, also ihr ladet das Video hoch. Schreibt dann in die Kommentare. Also quasi, wir laden es auf YouTube hoch und dann schreibt man die Videolink oder wo man es dann hochgeladen hat in die Kommentare rein. Okay, hat schon irgendjemand was geschrieben? Muss ich irgendwas dazu sagen, Jano? Dass man was in die Kommentare schreiben soll und die Kommentare aktiviert, dass das nicht gehen kann? Also... Ich habe keinen Zugriff auf die Datei. Ich könnte sie nicht hochladen. Ja. Ob ihr es gemacht habt und dann schaue ich mir das an. Vielleicht sogar mit einer saftigen Reaction. Ja, und die gibt es ja auch gerade schon auf dein Video drauf. Auf das Video, ich suche mir einen neuen Cutter. Hashtag FaceFail würde ich aber erst machen. Und ja. Ciao. Okay. Nein, wir möchten jetzt kein Hand auf Blatt gucken. Also irgendwie, sorry, aber ich kann verstehen, dass es hier diesen einen Dislike gab. Also, man hat keinen Zugriff auf die Datei, die Kommentare sind deaktiviert worden. Ja, macht vielleicht jetzt nicht so viel Sinn. Ja, aber damit ihr auf jeden Fall noch was aufkommen, reagieren wir noch auf den Highlight-Kanal. Playside Highlights, ihr könnt ja gerne mal auf Twitch vorbeischauen. Der streamt nämlich genauso wie ich immer auf Twitch. Bis auf das er, glaube ich, häufiger streamt bei sich. By the way, wer sich fragt, wie er auf diesen Namen gekommen ist, der kommt tatsächlich von mir. Und zwar, weil wir mal kurzzeitig mit dem Gedanken gespielt hatten, auch geplant, schon angefangen gehabt zu planen, auch ein eigenes Netzwerk aufzumachen, weil sich das ja viele von euch gewünscht hatten, auch bei mir in den Kommentaren. Und dann ging es darum, Namen finden, dann habe ich halt vorgeschlagen, Playside, wäre doch ein geiler Name für so Playside.de und so. Und, na, so hat er sich jetzt auch umbenannt, so. Jano und Jerry haben Spaß. Achtung, cringe. So. Wir schauen uns das Ganze mal an. 3 Dislikes.
wenn ich das schon wieder höre. Ich bin ganz kurz davor, bei diesem Lied schon wieder Alt F4 zu drücken. Der erste Blick und der erste Kontakt. Ich schaue in deine Augen, wie du merkst, werde ich schwach. Ich laufe. Nein, das Spiel ist bitte nicht Doggy in Minecraft, oder? Aus und ich will's jetzt. Ich bin in Stimmung und ich. Ja, no. Ich stelle mir gerade so vor, du wirst dich irgendwann mal bei deinem Arbeitgeber bewerben. Dein Arbeitgeber guckt nach und sieht dieses Video. Nein! 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 Jano! Jano, nein. Ich kann mir diese Scheiße nicht geben! Ach du Cringe, ja, hast du ganz recht. Cringe, ja, ich weiß, ich sehe dir auch immer einen Titel. Ihr müsst gleich mal sehen, wie ich gerade da sitze. Geht die Scheiße noch lange? Ja, nur nein. Na gut, ja, die hätte ich schon überstanden. Okay, wir switchen mal lieber die Musik wieder. Sehr, sehr gute Idee, Jano. Krone auf dem Kopf und die Maus in der. Ah ja. Also, ich glaube, das war mit Abstand der cringigste Clip ever. Aber ich werde jetzt mal ganz kurz gucken. Und zwar, ja, mal gucken, ob er schon gekommen ist. Wenn nicht, dann, sobald er mir das, ich den Zugriff habe, werde ich dann drauf gucken, werde ich mir das nochmal angucken, die Datei. Also, bis gleich. So, ich habe jetzt einfach mal über WhatsApp gefragt und er müsste mir eigentlich jede Sekunde Zugriff geben. Er hat schon geantwortet, okay. Ja, OBS... Nerv nicht. So, wir rerunnen nochmal die Seite. Und eigentlich jede Sekunde sollten wir Zugriff bekommen. Also irgendwie, bei dem Video kann ich es erst recht verstehen, warum die drei Dislikes da sind. Also, das war cringe as fuck. Also, was ich jetzt wundern, warum jetzt dann Danny Croft Duty steht, ist mein zweiter Account. Cringe as fuck. Ausrufezeichen. Kommentieren. Ach, ich lasse da noch gleich ein Abo da. Damit wir noch mehr Cringe haben können. Ja, den Copyright-Claim werde ich auch bekommen für dieses Video. Das wäre eigentlich nichts Neues für meine Videos. Sie sind in letzter Zeit sowieso alle nicht monetarisierbar. Was mich am wenigsten stört eigentlich. Haben wir jetzt Zugriff drauf? Nein, wir haben immer noch keinen Zugriff drauf. Jano! Was machst du? Ach, muss ich wieder einen Cut machen. So, er hat geschrieben, er hat mir jetzt Zugriff drauf gegeben. Genau, ich habe jetzt auch Zugriff drauf. Perfekt. Ja, OBS. So, was sollen wir cutten? Bitte, wenn es dieses Doggy-Lied ist, das kommt mir definitiv nicht in mein Schnittprogramm rein. So, hallo. Hallo. So, schauen wir es mal an. Was sollen wir da schneiden? Aufnahme starten, so erklär nochmal. Also, Jungs, was geht? Und zwar, die Aufnahme wird einfach beendet, wenn Jano eine Runde Skywars gegen mich verliert. Gewinnt. Verliert, dann wär's denn. Ja, ja. Dann könnte ich ja jetzt schon direkt ausschalten, also. Da? Okay. Jetzt gebe ich mal ein bisschen durchs Fall durch. Skywars wird nicht frei. Ich sehe schon kommen, wie du einfach meinen ganzen Stream in dein Video einblendest, so wie ich ausrastet habe, so einblendend, so.
Janus zerstört seine Tastatur, obwohl es nie passiert ist. Schade, dass keine Skybox-Server frei sind. Kennst du noch einen anderen guten Skybox-Server? Nö. Ah, doch. Komm mal auf Royal Pixels, bitte. Okay, da bessert sich die Frage auf, wie lange er das gecastet haben möchte. Ich hätte es eher... Also 10 Minuten sind meiner Meinung nach schon relativ knapp. Da lässt sich eigentlich nicht viel nochmal rauscutten. Ich hätte jetzt eher gesagt, so irgendwie Track von einer Dreiviertelstunde runtercutten auch in 10 Minuten Videos. Eigentlich das, was ich auch immer mache. Wobei man könnte natürlich noch näher aufnehmen, aber... Ja. Ich werde mal gucken. Es wird eine Challenge werden, da... Vor allem bei meinem Cut-Stil, ich tue ja relativ viel cutten auch. Dass da am Ende nicht nur 30 Sekunden Video übrig bleiben. aber ich werde mich mal drum kümmern, wenn ich wieder daheim bin. Gut, dann würde ich sagen, kann ich das heutige Video auch beenden, die Reaction. Ihr könnt euch ja auch bei Jano bewerben, falls ihr Lust habt für einen cringigen Typ, der zu Doggy Tanz in Minecraft Videos zu cutten. Ja. Ich hoffe, euch hat das heutige Video gefallen. Lasst ein Like da, ein Abo und aktiviert natürlich auch schön die Glocke. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Oder wenn ich sowieso in 3 Minuten wieder Langeweile habe. Also macht's gut, bis zum nächsten Mal und ciao, Leute.